Ja, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur Nostalgic Edition Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, das ist die Folge 10. Die Folge 9, die habe ich natürlich noch eben mal schnell, nachdem ich neu gespielt habe, mal wieder aufleben lassen, beziehungsweise im Anschluss an die Folge 8 gemacht. Sieht das Und aus? jetzt ist es so, dass in dem Wir Moment, wo ich sind jetzt wieder da. spiele oder Sicher? kurz davor, ich plötzlich in der Sieht aus wie Community was? gelesen habe, dass es wieder eine neue Und selbst Version bist gibt. du Also nicht ich darauf spiele gekommen. derzeit hier mit der 1.2 Wirklich? und die 1.3, die ist schon abrufbar, die kann man auch installieren, nur weiß ich noch nicht, ob, und da habe ich auch den Modder gefragt, ob man die einfach so bedenkenlos drüber montieren kann und weiterspielen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Und wenn man wieder von vorne anfangen muss, habe ich auch angefragt, dann muss ich wieder anfangen von vorne Was zu wolltest du eigentlich spielen. erzählen? Und ob ich da die Muße habe, das weiß ich jetzt noch nicht. Daran wird sich nie etwas ändern. Ach, bestimmt werde ich die Muße Aber haben, was nur ich sagen dann dauert halt wollte, eben die ist, Folge, die 11. Folge ein bisschen länger. Ja, das ist es halt eben. ich weiß langsam nicht mehr, was Worauf ich will ich glauben jetzt soll. hinaus? Ich will hinaus, dass ich Das hier ist den eine dreisten schlimme Dieb Sache. der Ringaru irgendwie eins Die aufs Probleme habe ich Maul zu Hause hauen genug. will, der Wenn ich ja die Falschen am bringe. einem anderen Tor steht, war ich der Meinung. Gucken wir mal, was haben wir eigentlich hier für. Oh, wir haben 20 Lernpunkte. 20 Lernpunkte, da gucken wir doch mal auf allgemeine Infos. So, Lehrer in Korinnes. Laris kann mir helfen, geschickter und stärker zu werden. Das sollte ich vielleicht mal machen. Bosbar kann mir beibringen, wie ich Tieren das Fell abziehe. Ist klar. Bartok kann mir den Umgang mit Bogen und so. Karl Schmied, Hafenviertel. Ruger, Stadtwache. Geschickter im Umgang mit Armbrust. Und Wolfgar von der Stadtwache kann mich im Einhand- und Zweikampf unterweisen. Ja, also Bosbar kann mir Tieren das Fell abziehen. Ich glaube, das muss ich wohl machen, damit ich auch für Bosbar so ein paar Felle liefern kann. Dann gucken wir mal. Ich glauben So, soll. Bosbar der Bogner. Übrigens hat er einen Ich bin Sohn. ganz deiner Meinung. Der heißt Roland. Den kann man Ich übrigens glaube in nicht, der dass ich daran was ändern Modifikation kann. Odyssey im Auftrag des Königs Er hat die kennenlernen falschen Leute als gewählt. Held spielbar. Ist Aber doch jetzt zu genauso, wie du Bosbar. sagst. So, bring mir bei, wie Jetzt man geht das dir doch Tieren mal den wieder Fell, das los. Fell Bring abzieht. mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Noch mehr Gut. Ärger kann ich nicht Hör gebrauchen. zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Glaubst du Du nimmst wirklich, eine deine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Warum hört Noch ein eigentlich paar keiner von kleine uns? Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst Wird du sich es das abziehen. jemals ändern? Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Die Probleme habe ich Das kaum ist doch gesehen. nett. So, bekomme ich deine Ist das Zustimmung bei wirklich der wahr? anderen Meister? Das hat man ja schon alles erfragt. Das hat er doch vorher Das ist gewusst. gut. Dafür haben wir noch 15 Lernpunkte. Da bin ich Das ist dafür, eine dass wir schlimme da Sache. mal in Stärke und Geschick Ich glaube nicht, dass ich daran was investieren, ändern kann. weil ich ja Glaubst du wirklich daran? nicht so viel habe, ne? Also Stärke 10. Geschick auch nur 10. Lares, Lares, wo bist du, Lares? So, da fällt mir ein, so Lares kann mir halt eben, finde ich jetzt nicht. Deswegen werde ich erstmal Was kann ich bei dir bekommen? ein bisschen Ich könnte Gold. dir Schmiederohlinge verkaufen. Genau. Ein bisschen was verkaufen, damit ich Gold kriege, weil ich brauche 50 Sesterzen, hätte ich beinahe gesagt, Goldstücke, damit ich den Karl bezahlen kann um Stärke. Ja, das soll erstmal reichen. Was ist denn das? Ja, egal. So, also, damit ich den Karl bezahlen kann. Denn Was soll das denn? Karl Meine ist hier Mutter um sieht die das anders Ecke. den ganzen Tag. Ach, erzähl mir nicht sowas. Meine So. Mutter sieht das anders. Ich habe was anderes gehört. Und da ist er schon. Ein Arbeiter hier. So. Wir wollen ja Stärke haben. Ich will bei dir trainieren. Gut, wir können anfangen, sobald du bereit bist. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Stärke plus 5. Also 15 habe ich ja noch. Ich werde jetzt gleich mal hier auf 10 hochgehen, damit ich 20 Stärke habe. So, das sieht nämlich folgendermaßen aus. Ich habe noch 5 Lernpunkte und 20 Stärke. So, da will ich mal hoffen, dass ich den Rengaru dann mal richtig eine klatschen kann.
Oder soll ich ihn bei der Miliz verpfeifen? Ich weiß es nicht. Ach, hier kann ich übrigens auch Holz spalten. Gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ich finde, die Axt ist viel zu modern. Die ist schon so leicht geschwungen, so ergonomisch geschwungen. Also, gut, okay, das ist mein Kritikpunkt. Aber ich finde sie ne, zu modern, passt nicht so ganz. Ja. Gucken. Rengaru ist ja da hinten irgendwo gewesen. Suchen wir mal Rengaru eben. Der ist ja mal Marktplatz. Um ihren Streit zu schlichten. Das Dumme ist und ja, es gelang ihm nicht. Warum ich ihn keine klatschen kann. Es sieht immer aus, wenn ich springe, dann fuchtelt er so mit den Armen. So, das ist Rengaru hier. Den spreche ich an und sagt ja, ich habe ja nichts gemacht. Ich will wissen, wo der hingeht. Der muss doch irgendwie noch so einen Wegepunkt haben. Es war hinten da an seinem Platz, an dem Baum da hier hinten. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt hier erledigen soll, Bartok. Überlege ich mir nochmal. Ja, ich habe außerhalb des Let's Plays mal Rengaru verfolgt, was er alles so für Waypoints hat. Also er macht die ganze Nacht am Bierstand durch. Und es lässt sich leider nicht irgendwie ihn zu einem Kampf auffordern oder er geht nicht mehr da hinten zum Baum zurück. Jetzt müssen wir aber unserem anderen Händler hier, das ist der Hakon soll das sein. Jora, nicht Hakon, Jora. Muss ich noch ein bisschen hier was besorgen, weil ich habe nämlich nur 4 Gold. Dabei ist mir aufgefallen, Achtung, jetzt gibt es hier eine Rune. Matt beruhigen. Die Rune ist dazu da, Matt zu beruhigen. Er verlässt den Kampf und bleibt an aktueller Position stehen. Ansprechen, um den Zustand zu beenden. Aha. Okay, dann machen wir das mal so. Damit man den hier auch mal belegt hat, die Rune. So, und bei Sarah werde ich so ein paar Dinge verkaufen. Ja, ich bin wieder da. Zeig mir deine Ware. Dann werde ich mal ein bisschen was zu Geld machen. Und zwar, von dem habe ich was über. Von denen habe ich... Ah, kann ich eigentlich alle verkaufen? Was ist denn das? Ein Dolch. Okay, dann hier Bolzen. Hallo? Bolzen brauche ich keine. Aber das bringt ja alles nichts ein hier, meine Herren. Die Fischsuppe kriege ich bei Edda, das ist mir wunderbar. Latte. Dann habe ich noch so viele Kleider, die kann ich auch mal wegmachen. Bürgerkleidung bringt sogar 2. Na, ich weiß nicht. Ich brauche die noch. Lumpen bringen gar nichts. Haben wir hier unten noch was? Apfeltabak? Nee, das brauche ich selber. Hier, Hammer habe ich 6 Stück. Einer reicht. Was ist das? Eine Zange? Na gut, okay, jetzt haben wir 63. Was ist die? Oh, die Zange ist aber wertvoll. Meine Herren, ist die Zange wertvoll. Also, auch zu Jora. Und ihm die 50 Gold zurückgeben. Wer sagt denn sowas? Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Wer sagt denn sowas? Jetzt steht hier immer noch, ich bin an der Sache dran. Das darfst du keinem erzählen. Dann sieh zu, dass du mein Gold wieder beschaffst. Aber ich will ja das Gold abgeben. Das heißt also, wegen des Diebes. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Was du nicht kann ich nur sagen. Er ist mir entkommen. Genau. Und was ist mit meinem Gold? Ist es mit ihm entkommen? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Das habe ich schon. So, jetzt möchte ich aber ein bisschen was als Belohnung haben. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Diebe zur Strecke und kassier das Kopfgeld bei Lord André. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Das ist ja interessant. Ja. Und Rengaru kann ich leider nicht bei André verpfeifen. So, was weißt du über die Diebesgilde? Was weißt du über die Diebesgilde? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was.
Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Nee, das weiß ich. Ja, gut. Dann ist die Sache erledigt mit den 50 Goldstücken an Jora. Rengaru hat ja immer noch dieses Mir geht's mir gut. Dann sagt er, was willst du noch von mir? Ja, jetzt hat uns Jora den Tipp gegeben mit dem Wirtzug schnaggeln. So, und der Wirt ist ja bestimmt der Koragon. Genau das habe ich auch gesagt. Der, wo da so... Hier. Mann, sieht das anders. Wie heißt nochmal diese Taverne? Das sind zur fröhlichen Mastsau. Gibt sie noch was zu essen? Sehe ich noch irgendwas zu trinken? So. Erzähl mir was über die vermissten Bürger der Stadt. Aha. Erzähl mir etwas über die vermissten Bürger der Stadt. Ich habe gehört, dass es viele am Hafen unten erwischt haben soll. Was nicht verwunderlich ist bei der Gegend da unten. Selbst Torben, der Tischler in der Unterstadt, beklagt den Verlust seines Lehrlings. Hakon, ein Händler vom Marktplatz, erzählte eine besonders abenteuerliche Geschichte. Er meinte, da wäre so ein Typ, dem er sonst jeden Tag über den Weg gelaufen wäre, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt. Er ist deswegen sogar bei der Miliz gewesen. Die Bürger der Stadt sind daraufhin alle ziemlich in Panik geraten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich schätze, das ist alles Unsinn. Korinnis ist eine raue Stadt und vor den Toren lauern eine Menge Gefahren. Wenn du nicht innerhalb der Stadtmauern bleibst, wirst du von Banditen überfallen oder von wilden Tieren gefressen. So einfach ist das. So einfach ist das. Richtig. Ja, dann ist es nicht der, sondern das ist bestimmt der Wirt unten am Hafen. Er erzählt alles weiter. Nicht wahr? Das ist der Wirt unten am Hafen. Da werden wir jetzt mal runtergehen. Moment mal, Torben hat ja auch noch irgendwie einen vermissten Lehrling, aber ich meine, den hätten wir wohl darüber ausgefragt. Genau. Ich wollte nur mal sicher gehen, ob das so okay ist. Also, Meldor. Hier, das ist der Geldverleiher. Das ist eine Bürgerin. Das ist auch eine Bürgerin. Das ist Fenia. Hab ich die schon angesprochen? Aha, du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Er sollte lieber den Mund halten. Zeig mir deine Ware. Tolle Information. Okay, gibt es noch andere Händler? Kannst du jemanden aus dem oberen Viertel? Was gibt es hier im Hafen Interessantes zu sehen? Ist in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Gut, okay, das sehe ich nicht so als questrelevant an. Ich mache extra einen großen Bogen. Ach, hier haben wir noch einen Kochlöffel. Zum heiligen Kochlöffel. Nee, der braucht aber lange. Und ihn hier da hinten, den traue ich nicht über den Weg hier. Das ist einer, der spricht einen an. Das ist hey, der Mo. Ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Ja. Ist das hier deine Kneipe? Nein, ich will nicht in die Kneipe ändern. Das habe ich schon immer gesagt. Wirklich? Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ich dachte schon, das wäre das Haus des Statthalters. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hey, spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner, sonst schmeckst du gleich den Staub der Straße. Oh, oh. Der erzähle ich gar nichts mehr. Weck dich nicht auf, ich will nur ein Bier trinken. Willst du ja, mit mir Ärger machen? Oh, sehe schon. Ich muss dich wohl verprügeln. Ja, ich möchte ganz gerne in die Kneipe. Und das werde ich jetzt mal sagen. Aber ich will nicht in die Kneipe. Weißt du, früher oder später will jeder mal in die Kneipe. Also kannst du auch direkt bezahlen. Dann hast du es hinter dir. Aha. Ich sehe schon, ich muss wohl dich wohl prügeln. Oh, Leute. Reg dich nicht auf. Ich will nur ein Bier trinken. Okay, aber der Eintritt kostet dich 50 Goldstücke. Oh, und die habe ich nicht. Er sollte lieber den Mund halten. Die habe ich natürlich gar nicht. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Ich habe was anderes.
Ja, das war mir klar. Der zieht eine Waffe. Ist hinter mir her. Super geil. Oh, der hat eine tolle Frisur, der Mo. Ja, was machen wir denn jetzt? Ach, Matt beruhigen. Bleib stehen, du Lump! Vergessen wollte ich machen. Ach so, Moment. Vielleicht sollte ich. Vor ihm flüchten? Hä? Du sollst laufen. Läuft er, ist er noch hier? Oh, der ist immer noch hinter mir her, meine Herren. Ich muss mich vor Mo retten. Ah, da hinten ist er. Dann kann ich nämlich auch gleich den Vergessenspruch ausprobieren. Das hätte ich dir vorher sagen können. Pablo, Picasso. Bleib stehen, du Lump! Okay, ich glaube, er hat jetzt seine Waffe eingesteckt. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Denn es ist heilig. Dann machen wir mal hier wieder einen Rundgang. Und gucken, was er hier macht. Der Rupert pisst hier rum. Pöscher, Pöscher. Junge, hast du aber viel in deiner Blase. Ich kann das nicht glauben. Ist halt mal beim Schluss hier, oder wie? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Junge, hat er wieder viel gesoffen. Naja. Das ist ja herrlich. Herrlich. So. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Jetzt werde ich es nochmal probieren. Hoffentlich ist dieser Heinz wieder an seinem Ausgangspunkt. Und bevor er mich erkennt, ich den Vergessenspruch. Wirklich? Nein. Das ist ja interessant. Hör auf mit dieser Magiescheiße. Ach so, okay. Blödes Kerlchen. Das weiß doch danke. Magiescheiße? Das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich schon immer gesagt. Krieg ich dich doch noch! Ach, Scheiße. Wie soll ich mich denn noch alles kümmern? Das interessiert mich nicht. Das ist doch kein Geheimnis. Bleiben! Mehr. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Immer bleibe ich hängen hier. Ich könnte doch vorher das nie erlauben. Oh. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Von mir hat er. Hier ist Martin. Hey, du! Du hast hier oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Ja, ist ja gut. Ach Leute, nee. Hat nicht geklappt, wie ich wollte. Bleib stehen, du Lump. Ja, bleib stehen, du Lump. Weißt du was? Während du weg bist, werde ich in die Kneipe gehen und mit dem Kneipenwirt reden. So einfach ist das. Fertig ist die Liste hier. Cardiff. Bürger. Nagua. Ich glaube, Cardiff ist es. So, wie sieht's aus, Mann? Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Aha. Du kriegst doch bestimmt eine Menge mit. Und? Was geht dich das an? Ich habe immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten. Hast du auch einen offenen Geldbeutel? Jede Information, die ich dir gebe, kostet dich 10 Goldstücke. Das nicht ist, kann ich mir auch nicht mehr helfen. So, so. 10 Goldstücke. Die ich natürlich nicht habe. Ich hole mir meine Infos woanders. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Infos. Versuchen wir mal mit ihm zu handeln. Ich gebe dir höchstens 5 für deine Informationen. Was? 5 Goldstücke? Willst du mich ruinieren? Sagen wir 7. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Oh, ich versuch's nochmal. Nein, so läuft das nicht. Sagen wir 6. Du bist ein Schlitzohr, weißt du das? Na, meinethalben, sagen wir 6 Goldstücke für jede Information. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann gebe ich mal Informationen. Aber zuerst gucke ich, ob ich das nicht mal abspeichere. Ich möchte mal wissen, wo Mo bleibt. Der muss ja wieder vor die Tür kommen.
Okay, gib mir Informationen. Ach nee, ich sollte erstmal gucken, wie viel tatsächlich ich habe. Okay, 13, krieg zwei Informationen raus. Ich brauche Informationen. Sie erzählt zu den einflussreichen Bürgern. Wo kann ich Arbeit finden? Was weißt du über den vermissten Bürger? Bei wem kann ich hier was lernen? Über die Diebesgilde sagt er gar nichts. Naja, ach, da hinten steht Matt. Mo, meine ich. Okay. Was weißt du über die vermissten Bürger? Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Ja, das weiß ich alles schon. Bei wem kann ich hier was lernen? Nö. Das ist mir alles zu teuer. Gib mir was zu trinken. Okay, was kann man hier Besonderes trinken? Bier, Barolder, Fischsuppe und Wein. Ja gut, okay, brauchen wir nichts. Ja, dann habe ich es ja soweit geschafft. Mal gucken, was Nago macht. Hey, ich habe keine Zeit mit dir zu plaudern. Sprich mit Cardiff, wenn du Informationen willst. Okay, so gesprächig ist er nicht. Lass mich ein. Okay, er will nur in Ruhe gelassen werden. Ist das wirklich wahr? Ja, ich denke mal. Ja, ich kann mir ein Bierchen holen. Und ein Wacholder. Ja, gibt Kohle. Muss ja nicht gleich zum Alkoholiker werden, nur weil ich hier was finde. Das ist ja interessant. So, ich habe natürlich jetzt das Problem. Vor der Tür dürfte noch ein Wacholder und ein Bier zu trinken sein. So, da hinten ist nämlich Mo. Und hier will ich jetzt einfach mal einen Vergessensspruch liefern. Mal gucken, vielleicht funktioniert es ja. Aber Moment, erstmal abspeichern. Ich glaube, ich lasse es erstmal bleiben mit dem Vergessenspruch und versuche mal einfach mal so riskant an ihm vorbeizugehen. Oh. Aha, okay. Ich habe keine Schlägerei mit ihm gehabt. Willst du dich nochmal mit mir anlegen oder was? Aha. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Er muss das ja besser wissen. Aha. Wieso sehe ich hier denn keine Miliz? Wie läuft der Schiffsverkehr? Ach, mal erstmal mal ganz unverblümt. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Als ob ich nicht schon Probleme hätte. Warum sehe ich denn keine Miliz hier? Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Ah ja, und die Gerüchte im Umlauf? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Sag mal nicht, besonders nicht von Fremden. Ja, okay. Okay, das war das. Also das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich bin da vor ihm weggerannt, er hat mich kein einziges Mal genatzt. Taverne zum einbeinigen Kalabauter. auch guter Name. Ja, und dann sind wir in seiner Abwesenheit hier reingegangen, haben mit Cardiff labern können, kommen hier ganz lustig an ihm vorbei, ohne dass er mir wieder was will. Ja, das ist doch. So kann man es auch machen. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter in die Ecken des Hafens. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. War ja zum Beispiel hier auf der linken Seite nicht. Da, wo der Schäfer ist. Oh, der irre Fellan. Warum hämmerst du? Ich versuche schon seit Tagen verzweifelt, mein Haus wieder dicht zu kriegen. Während der letzten Regenfälle ist das ganze Gebälk völlig morsch geworden. Bald wird hier alles zusammenbrechen. Ja, okay. Noch was? Erzähle ich gar nichts mehr. Sag mal, ist alles klar bei dir? Ja, ich muss nur zusehen, dass ich alles wieder repariere. Okay. Okay. Ja, ich weiß, dass da jemand ist, der sich irrsinnig über Fellan aufregt. Ich weiß nicht, ob jetzt hier unser Schäfer, der ist, Alvin ist. Junge, das Gehämmer von diesen Irren macht mich total fertig. Ja. Wen meinst du?
Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Okay. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Okay. Ja, wenn ich ihn aber verprügle, bekomme ich doch Ärger mit der Miliz. Hier im Hafenviertel kümmert sich keiner um Schlägereien. Ah. Nur wenn du hier was klaust oder dich an den Schafen vergreifst, bekommst du Ärger. Ach so. Dann will ich mal sehen, was ich machen kann. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. Das ist doch toll. Na, die Schafe, das machen wir gleich anders. Also. Fellern einen über die übers Feld ziehen. Gucken? Kannst du auch mal aufhören zu hämmern? Nein, ich muss das hier fertig machen. Gebe ich dir 10 Goldstücke, aha. Hör auf zu hämmern oder ich breche dir die Knochen. Ja, gucken wir mal, wenn wir alles durchspielen. Hör einfach auf zu hämmern, okay? Geh mir doch einfach nicht auf den Sack, okay? Wenn du mit der Hämmerei aufhörst, gebe ich dir 10 Goldstücke. Ui, sehr großzügig von dir. Aber dein Gold kannst du dir... Na, du weißt schon, wohin du es dir stecken kannst. Okay. Hör auf zu hämmern, oder ich breche dir alle Knochen. Lass es lieber bleiben, sonst hämmere ich mal ein bisschen auf dir rum. Okay, supergeil. Ja, wir kennen ja diese richtig... wichtigen, schönen Konversation. Ja, dann werde ich mal versuchen, ihn mal einfach mal, aber nicht mit dem Spruch, das ist Quatsch. Gucken, wie empfindlich er ist. Oh, der hat was Geiles. Los, Elan! Ja, das könnte klappen. Elan. Gib alles. Ja, sehr gut. So, grobes Kurzschwert, Fellan. Och, der Junge hat ein bisschen Gold dabei. 15. So, ein bisschen was mampfen. Was haben wir denn? Ach, wir haben unheimlich viele Tränke, sehe ich gerade. Für den Anfang. So, Fellan, jetzt hörst du auf mit dem Gehämmer, ist das klar. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Okay, du hast mich geschlagen. Das war ja eine richtige Heldentat. Hörst du jetzt mit dem Hämmern auf, oder muss ich dich nochmal verprügeln? Nein, 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 nicht mehr schlagen. Ich hör auf. Aber du bist schuld, wenn hier alles zusammenbricht. Das ist mal wieder typisch. Ja, was macht er stattdessen? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Okay, er hockt sich ruhig hin. Da können wir ja hier unserem Schäfer Bescheid sagen, dass alles gut ist. Hey, Alvin. Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Hä? Wieso nur 30? Hab ich irgendwas verpasst? Sind das deine Schafe? Mir gehört nur das eine, das auf den Namen Lucy hört. Das ist meine Frau, die Lucy. Die Schafe gehören der Miliz. Alle Schafe, die sie von den Bauern einkassieren, bringen sie zu mir. Und? Was machen die Schafe? Die Schafe fressen und werden immer fetter. Genau wie meine Frau. Was eine Lache. So, wo ist denn seine Frau? Ist die auch so fett? Okay. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ist das seine Frau? Ah, das ist wohl seine Frau. Die ist doch gar nicht fett. Die hat eine schöne Figur, finde ich. Ja. Ich könnte ja überlegen, was zu klauen. Und dann den Vergessenspruch anwenden.
Du hast hier nichts zu suchen. Doch. Was suchst du hier? Geh. Kluges Kerlchen. Okay, wer bist du denn? War das der Fell an? Jetzt gehe ich nochmal da rein. Hier gibt's noch schöne Sachen. Na warte, du dreckiger Dieb. Aha. Weg! Alter! Jetzt bleib ich hier hängen auf dem Schaf. Jetzt haben die mich umzingelt, umkreist, umkesselt. Kluges Kerlchen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt mache ich wieder das ganz, die ganze Landschaft hier voller Blut. Okay, ich werde nicht mehr verfolgt. Okay. Boah, war das knapp hier. So, dolle. Ja, so viele Heilpflanzen noch. Jetzt will ich mal versuchen. Es ist sowas Lustiges. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Was soll's. So, ich habe noch meine Blutspur hier. Mal gucken. Okay. Der ist noch da. Draufgängerisch, ich bin heute. Dich kriege ich noch! Dich kriege ich noch! Ja, kriegt mich noch. Ich möchte noch ganz gerne wissen, ob ich den noch irgendwie neutralisieren kann mit dem Vergessenspruch, damit ich Ignaz sein Experiment als positiv berichten kann. So, gucken wir mal. Fellern. Oh, es regnet und ich habe hier diesen schönen Vergessenseffekt dabei. Alvin. So, soll ich das ausprobieren? Alvin, komm. Jetzt bin ich gespannt. Na? Okay. Hat das jetzt geklappt oder was? Ich habe hier keinen Eintrag, Leute. Mein Gott, jetzt spiegelt sich sogar das Blut, Leute. Das ist ja klasse gemacht. Richtig flüssig. Ja. Die Details, die Details. So, wenn ich bei Ignaz wieder was sagen sollte, dann muss ich notgedrungen halt eben einen Vergessenspruch für 100 Gold kaufen. Ah, es hat geklappt, Leute. Super! Ich habe die Spruchrolle angewendet. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ja, das ist gut. Lehre mich die Kunst der Alchemie, das kostet natürlich... Lehre mich die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Und du benötigst unterschiedliche Pflanzen oder andere Ingredienzien für jeden Trank. Sag ich doch. Aber alles nur ein Lernpunkt. Oder hier 5. Trank der Geschwindigkeit. Naja, brauche ich nicht. Ja, bis hierhin. Das war mal, ich finde, das war für mich auch eine sehr spaßige Folge. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Und das könnt ihr auch gerne niederschreiben in den Kommentaren. Und ich freue mich auf ein nächstes Dabeisein. Vielleicht in der 1.3-Version, nachdem ich wieder von vorne angefangen habe, wenn ich die Muße habe. Wann die jetzt genau kommen wird, weiß ich noch nicht. Trotzdem gebt mir einen Daumen und ich sage Tschüss und gehabt euch wohl.